Hallo, schön, dass ihr dabei seid und jetzt zuseht. Mein Name ist Johanna Ducate und ich freue mich, euch durch den heutigen Abend zu führen. Diese Veranstaltung gehört zur Reihe Black Voices in Literatur, Politik und Wissenschaft, welche ermöglicht wird durch Holzbrink Berlin in Kooperation mit dem Heimathafen Neukölln und der Humboldt-Universität zu Berlin. Die Reihe Black Voices stellt die Perspektiven schwarzer Expertinnen und Experten in den Mittelpunkt. Und die Idee dazu entstand nach einer Veranstaltung unter dem Titel Black Feminism mit Morgan Jerkins, zu der damals mehr Leute kommen wollten, als im Heimathafen Platz fanden. Das Problem haben wir heute Abend ja nicht, da wir digital sind. Umso mehr freue ich mich, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, mit Katharina Oguntoye und Marion Kraft über schwarze deutsche Geschichte zu sprechen. Katharina Oguntoye hat 1986 zusammen mit Mai Ayim und Dagmar Schulz Farbe bekennen, afrodeutsche Frauen auf den Spuren ihrer Geschichte herausgebracht. Mit dem Buch haben die Herausgeberinnen einen wichtigen Beitrag zur Erforschung der Geschichte schwarzer Menschen in Deutschland geleistet und unter anderem die Geschichten und Stimmen von Afrodeutschen dokumentiert, die im Kaiserreich, in der Weimarer Republik und im Nationalsozialismus aufgewachsen sind. 2020 kam eine neue Auflage heraus und damals wie heute ist Farbe bekennen eine der wichtigen Referenzen für Afrodeutsche und schwarze Deutsche, für unsere Communities und für Interessierte. Katharina, hallo und schön, dass du dabei bist. Wie geht es dir? Ja, ganz gut soweit. Super. Dann freue ich mich auch, Dr. Marion Kraft heute hier zu begrüßen. Marion hat 2015 das Buch Kinder der Befreiung, transatlantische Erfahrungen und Perspektiven schwarzer Deutscher der Nachkriegsgeneration herausgebracht. Persönliche Geschichten, Interviews und literarische Texte setzen sich mit den US-amerikanisch-deutschen Beziehungen auseinander und erzählen von einem fast vergessenen Teil der schwarzen deutschen Geschichte. Marion, herzlich willkommen und schön, dass auch du dabei bist. Ihr habt jeder einen kleinen Beitrag vorbereitet, um uns auf das heutige Gespräch einzustimmen. Daher würde ich gerne direkt das Wort an Katharina übergeben. Ja, vielen Dank. Ja, erstmal natürlich ein Dankeschön für die Einladung und für das Organisieren dieser tollen Veranstaltung. Also ich bin ganz begeistert, was da jetzt alles Neues entsteht. Ja, ich bin Katharina Oguntoye, habe eben, wie schon eben gehört, am Buch Farbe bekennen mitgearbeitet und habe dann das 1986 erschien und 10 Jahre später habe ich meine historische Recherche veröffentlicht, die sozusagen versucht, die Grundzüge der afrodeutschen Geschichte zu beschreiben. Da ich jetzt nur 10, 15 Minuten Zeit habe, dieses sehr umfangreiche Thema vorzustellen, möchte ich auf den Aspekt der biografischen Erzählung und seiner Bedeutung für die afrodeutsche Geschichte eingehen. Die Biografien und die biografische Erzählung sind auf jeden Fall so wichtig, weil sie uns erlauben, einen Einblick in den Alltag und das Erleben in der vergangenen Tage, Zeiten zu erhalten. Dies ist auch nebenbei bemerkt ein ganz wichtiger Grund, warum jetzt die Interviews mit den Zeitzeugen der nahen Vergangenheit gemacht werden sollten. Und es wurde jetzt auch eine kleine Reihe schon angefangen, nämlich mit den Protagonisten aus den Anfängen der schwarzen Bewegung in Deutschland. Ich merke es bei mir selber, wie Erinnerung immer weiter zurücktritt und dass man dann ein bisschen mehr graben muss, um sich an die Details zu erinnern. Aber ich denke, dieses Graben würde sich auf jeden Fall lohnen. Und jetzt sind ja auch noch so viele Zeitzeugen da, was für so ein Thema natürlich auch toll ist. Jetzt zu den Biografien. Ich würde jetzt mal tatsächlich über mehrere Jahrhunderte das exemplarisch darstellen, was ich damit meine, über den Informationsgehalt dieser Biografien. Weil es gibt ja keinen Korpus, keinen historischen Korpus, der jetzt über die Geschichte und die Voraussetzungen schwarzen Lebens in Deutschland berichtet. Es ist ja eher so, dass bis vor kurzem es eher negiert wurde, dass es sowas überhaupt gibt wie schwarze Geschichte. Das älteste Beispiel, was wir haben, also wo es sozusagen einen schriftlichen Beleg dafür gibt,
dass ein schwarzer Mensch in den deutschen Sprachraum gekommen ist, ist der Mauritius, Heilige Mauritius von Magdeburg, der Ende des 3. Jahrhunderts in der Schweiz gestorben ist als Märtyrer und Held, dann zum Heiligen erklärt wurde und glaube ich, im 9. Jahrhundert, nee, im 10. Jahrhundert von Otto dem Großen zum Schutzheiligen des Deutschen Reiches erklärt wird. Also auch schon nochmal ein sehr interessanter Fakt, dass er ja sozusagen der Schutzheilige des ganzen Deutschen Reiches ist und dass es da gar keine Berührungsängste gab. Allerdings die ziemlich bekannte Statue am am Magdeburger Dom ist jetzt schon auch ein Stück weit vom Rassismus geprägt. Einige Jahrhunderte weitergesprungen, ich habe jetzt das ganze Mittelalter schon mal übersprungen, finden wir den Wilhelm Amo, der ja auch vielen bekannt ist und über den jetzt viel berichtet wird, weil er natürlich mit seiner Biografie, er ist als versklavtes Kind nach Deutschland gekommen an einen Adelshof und wurde dann Student und Dozent in Halle, Jena und Württemberg. Geboren wurde er ungefähr 1703, 34, also mit 30 hat er seine Doktorarbeit geschrieben. Und wir erfahren aus diesem Fakt, dass er über die Rechte von schwarzen Menschen schreibt. Also er verurteilt, obwohl die Original Dissertation ist verschwunden, also da wird jetzt noch immer gesucht danach, aber es gibt sozusagen Zusammenfassung und daraus geht hervor, dass er als Jurist die Rechtmäßigkeit von Sklaverei bestreitet und anprangert, dass es so etwas gibt. Tatsächlich waren die rassistischen Übergriffe, die er erlebt hat, also trotz all der Möglichkeiten, die er hatte, ein erfülltes Leben in Deutschland zu führen, waren die rassistischen Übergriffe und so stark, dass er 1753 nach Ghana ausgewandert ist. Also sich im Alter von 50 ungefähr entschieden hat, zu sagen, Moment, hier ist gerade ein Zeichen auf dem Bildschirm, Deutschland zu verlassen. Was wir kolportiert wissen, ist, dass er keine Familie gründen konnte, dass er die gewünschte Braut nicht heiraten konnte, weil sie ja seinen Antrag einfach nicht angenommen hat und gesagt hat, das kommt überhaupt nicht in Frage. Also in seinem Fall war das so, dass er da abgelehnt wurde und er dann aber noch weitere 30 Jahre in Ghana gelebt hat, also auch ein sehr schönes, langes Alter hatte. Die Henriette Alexander ist eine ganz spannende Geschichte. Also ich erzähle einfach ein paar Biografien hintereinander und zeige, wie man daran tatsächlich die Geschichte ein wenig also erzählen kann. Henriette Alexander lebte am Herzogshof von Württemberg in Süddeutschland. Und ist 1817 geboren und hatte auch ein langes Leben, starb 1895. Und sie war die Tochter einer verarmten Hofzofe, Kammerzofe und eines sogenannten Hofafrikaners. Das heißt, die Beziehung der beiden war wohl legitim und kein Problem. Aber sie waren finanziell nicht in der Lage zu heiraten. Und somit wurde sie in ein Kinderheim gebracht. Ihre Mutter hat sie dort auch besucht und also finanziell war sie abgesichert dort, hat man sich um sie gekümmert. Was das Besondere ist in diesen Dokumenten, die Monika Firla in ihrer Untersuchung über die Afrikaner in Württemberg herausgefunden hat, ist, dass sie in einigen Seiten
ihr Leben selbst beschreibt. Das ist es, sozusagen, wir hören die Originalstimme einer Afrodeutschen aus dem 19. Jahrhundert. Und was wir erfahren aus der Biografie ist, dass tatsächlich sie eigentlich sehr, 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 sehr behütet aufgewachsen ist, aber sie weniger mit rassistischen Übergriffen als eher mit Armutsproblemen zu kämpfen hatte ab und zu. Sie lebte in einer Missionsschule, wo sie auch mit geholfen hat. Also dann, nachdem sie ausgebildet war, hat sie da weiter gelebt. Und dann haben die gutmeinenden Patrone sie an einen Zirkus vermittelt, weil man dachte, es würde ihr da besser gehen, aus welchen absurden Gründen. Wahrscheinlich ist das eben so eine rassistische Vorstellung gewesen, dass sie da besser hinpassen würde. Und da hatte sie einige Jahre, in denen es ihr nicht sehr gut ging und in denen sie unter den Umständen, in denen sie dort gelebt hat, gelitten hat. Es gelang ihr aber, nach einigen Jahren dort wieder herauszukommen und wieder in einer Missionsschule zu leben. Sie hat dann dort mit unterrichtet, Hauswirtschaft, also für den Pastor den Haushalt geführt und hat gleichzeitig aber auch Näh- und Hauswirtschaftskurse in der Mädchenschule gehalten. Das hat sie bis ins hohe Alter getan und hat dann auch durfte auch nach der Beendigung ihrer Tätigkeit weiterhin dort als als Teil des Korpus dort arbeiten und verbleiben, meine ich. Ja, jetzt haben wir nur noch ein paar Jahrhunderte vor uns, nämlich die Kolonialzeit und die Kaiserzeit. Es gibt viel mehr Namen, die ich nennen könnte. Ich nenne jetzt einfach mal beispielhaft Martin de Bobe, Mandenga Diek, Rudolf Mangabell, Peter Olympio und auch einige wenige Frauen, die bekannteste davon Emilie Rothe, Prinzessin Saida Salme von Sansibar. Was erfahren wir von ihren Leben, von ihren Biografien? Ist einmal, dass es so etwas wie ein politisches Engagement gibt, bei manchen etwas mehr, sie sich da einbringen und dass es ihnen möglich war, Familien zu gründen. Es gibt oft, also jetzt bei diesen Beispielen, auch Kinder, die dann weitere Generationen, das heißt, es gibt dann mehr Generationen, mehrere Generationen einer afrikanisch-deutschen Familie. Peter Olympio ist einer der Ärzte, der studierten Afrikaner auch. Davon gab es auch eine ganze Reihe. Rudolf Mangabell war einer, der als Nachfolger, also Oberhaupt seiner Volksgruppe, hier in Deutschland in die Schule gegangen ist und dann auch ausgebildet wurde und der letztendlich kurz vorm Ende des, nee, kurz vor wie heißt das, Kriegseintritt, oder? War das? In den Ersten Weltkrieg von den Deutschen hingerichtet wurde. Ja, das Beispiel, habe ich jetzt noch was vergessen? Ach ja, genau, was wir auch finden, ist, dass wie es möglich war und welches die Umstände waren, sich diese Afrikanerinnen einbürgern lassen konnten, eine Naturalisation als deutsche Staatsbürger erreichen konnten. Ja, Weimarer Republik und Nationalsozialismus, noch 2-3 Minuten, 5 Minuten. Weimarer Republik und Nationalsozialismus, wieder Beispiel für viele andere auch. Theodor Michael, Marie Neger, Gerd Schramm und die Erika und Doris Diek. Erika und Doris Diek sind die Töchter von Mandenga Diek. Und sie sind diejenigen, die in Farbe kennen berichtet und das berichten. Und das war ein wunderbarer Zufall der Geschichte, dass wir also auf die beiden getroffen sind,
die eine Familientradition hatten, zu erzählen. Immer wieder, jeden Samstag wurde erzählt, wie ist der Papa nach Deutschland gekommen, wie waren die Anekdoten wurden immer wiederholt. Und somit waren sie Zeitzeugen, die auch gerne berichtet haben, was nicht von allen Zeitzeugen zu erwarten ist. Sie haben auch zum ersten Mal darüber berichtet, wie das Leben im Leben und Überleben im Nationalsozialismus funktioniert hat für schwarze Menschen in Deutschland. Und das war natürlich wahnsinnig spannend für uns alle und hat uns zum ersten Mal eine Geschichte gegeben. Der Gerd Schramm wurde verschleppt und endete dann im Konzentrationslager. Ah, da habe ich noch aus dieser Zeit vergessen, die Fasia Jansen natürlich. Es ist für die Zeiten immer unterschiedlich, ob mehrheitlich Frauen oder Männer. Also für diese Kolonialperiode haben wir es auch wieder mit mehrheitlich Männern zu tun, aber es gibt natürlich auch wichtige Frauen in dieser Zeit. Gerd Schramm wurde dann eben am Schluss, wussten sie nicht mehr, weil er hatte ja nichts verbrochen. Er war ein Jugendlicher und war einfach nur ein schwarzer Jugendlicher. Und dann hat man ihn erst ins Gefängnis gesteckt, dann hat man ins nächste Gefängnis gesteckt und am Schluss haben sie ihn einfach ins KZ gesteckt, wo sozusagen dann die rechtliche Zusammenhang vollkommen aufhört, Legitimation. So, da ist dann der absolute rechtsfreie Raum. Und da musste er dann eben überleben und er hat später tatsächlich überlebt und hat später in der DDR als Kraftfahrer gearbeitet. Theodor Michael und Marie Negers sind beide Beispiele dafür, wie Afrodeutsche in der Zwangsarbeit, ja, Fasia Jansen ja auch, die waren alle Kinder und Jugendliche in der Zeit und wurden trotzdem in Zwangsarbeit verschleppt. Die Fasia Jansen hat noch unter medizinischen Versuchen gelitten. Also ihr wurden Substanzen ins Herz gespritzt und dadurch hat sie also ihr Leben lang dann weiterhin an den Folgen gelitten. Das war übrigens für Doris Diek auch so, dass sie eben in der Zwangsarbeit sich Nierenschaden zugezogen hat, der dann den Rest ihres Lebens Folgen hatte. Ja, wir erfahren sozusagen, wie dieses Leben in dem Nationalsozialismus stattfindet und wie die Anerkennung nach dem Krieg ist. Also zum Teil wurde sozusagen die Anerkennung gewährt als Verfolgte des Nationalsozialismus. Ja, und dann sind wir schon in der Fast-Gegenwart. Also Ende der 80er Jahre beginnt die neue afrodeutsche Bewegung. Und da würde ich als Beispiele wieder nennen, es gibt natürlich viel, 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 viel mehr, Marion Kraft, die Helga Emde, den Hans Massakoi, die Mai Ayim, John Eichler, Thomas Ursleber, Ika Hügel, John Cantara und die Ricky Reiser. John Cantara und Ricky Reiser waren ganz essentiell zum Beispiel für die Afrolook, die Afrodeutsche Zeitung. John Eichler hat wie eigentlich alle, fast alle, die ich jetzt genannt habe, autobiografisch geschrieben, wobei John Eichler so etwas wie einen Roman Krimi geschrieben hat. Ich habe es noch nicht gelesen, aber ist mir gerade jetzt bei dem Vortrag aufgefallen, dass ich das unbedingt jetzt nachholen muss. Thomas Ursleber war einer der ersten, außer Farbe bekennt, die über eine Introspektion gemacht haben darüber, wie es ist, als schwarze Deutsche in Deutschland aufzuwachsen. Und sein Buch heißt zum Beispiel Die Farben meiner Haut. Und er hat eine ganz individuelle, aber auch positive Lösung für sich gefunden, sozusagen aus diesen alten diskriminierenden Begriffen etwas für sich selbst Lebbares zu machen. Ich glaube, es wurde sichtbar, wie sozusagen tatsächlich die Jahrhunderte über diese Biografien dargestellt werden können und auch die Vielfalt der Themen dadurch sichtbar wird. Ich glaube, wir brauchen ein eigenes, für uns relevantes Curriculum.
Wir müssen einen Korpus der Erzählung schaffen, in dem sozusagen das einerseits dargestellt wird, wie schwarze Geschichte stattfindet und gelebt wird und wie sie auch erinnert werden kann. Weil es sind natürlich es ist eine Riesenvielfalt. Aber ich glaube, es muss Möglichkeiten geben, wie für junge Menschen zum Beispiel auch, dass man in der Lage ist, wenn ich gefragt werde, kennst du denn schwarze Menschen, die im Mittelalter hier gelebt haben, dass ihnen wenigstens zwei, drei Namen einfallen. Und ich denke, das wäre eine Aufgabe, die wir für die Zukunft haben. Das Curriculum soll die schwarze Geschichte erzählen und darstellen, aber auch unsere Geschichten erzählen, also die Vielfalt des Erlebens zeigen. Ja, das ist sozusagen mein Ritt durch die Geschichte gewesen. Ich hoffe, ich war jetzt nicht ganz so lang und ja, hoffe, euch Anregungen genug gegeben zu haben. Ich kann dich nicht hören. Sorry, Katharina, Ja. ganz herzlichen Dank für diesen Überblick über wirklich jetzt fast 10 Jahrhunderte, oder? Und den Einblick in die vielen Biografien. Es sind ja wirklich am Ende dann doch ganz, ganz viele und man muss sich immer einzelne heraussuchen. Marion, dann würde ich jetzt das Wort an dich übergeben. Ja, könnt ihr mich hören? Ja. Ja, schön. Ja, erstmal auch von mir herzlichen Dank für die Einladung und die Organisation dieser wichtigen Veranstaltung. Und danke, liebe Katharina, für deinen spannenden Impulsvortrag. Also ich denke, da gibt es noch so viel zu lesen, zu erforschen, zu dokumentieren. Und ich fand es einfach spannend, hier in diesem Schnellritt durch die Geschichte anhand von Biografien zuzuhören. Mein Schwerpunkt liegt ja auf der Literatur, obwohl ich auch sehr viele politische Texte geschrieben habe, aber ich bin eben in erster Linie Literaturwissenschaftlerin und Biografien sind ja ein ganz besonderes Genre auch, gerade weil diese Verbindung hast du ja gezogen, Katharina, sie viel näher auch als fiktionale Texte, was nicht heißt, fiktionale Texte können das nicht, an der realen Geschichte sind. Und wenn wir das Thema afrodeutsche Geschichte, habe ich mir notiert haben, ist das natürlich ein Wahnsinnsthema, weil darüber könnte Mensch 10 oder mehr Veranstaltungen machen. Und einer meiner Schwerpunkte ist dabei auch ein Gewicht zu legen auf die transatlantischen Beziehungen, also Black Atlantic zum Beispiel von Paul Gilroy, dieses bahnbrechende Grundlagenwerk, um ohne diese historischen Verbindungen die Präsenz schwarzer Menschen in Deutschland ja auch nur schwer nachzuvollziehen ist. Und das geht letztendlich so weit zurück, dass wir sagen können, bis hin zum transatlantischen Handel mit Versklavten. Und da ist es ja so, dass in Deutschland ja lange Zeit geleugnet wurde, auch mit der Kolonialgeschichte hatten wir nichts zu tun. Das muss sich jetzt zwangsläufig ja in letzter Zeit ändern. Und natürlich kann man sagen, aber mit der Sklaverei, da hatten wir nun wirklich nichts zu tun, was nicht richtig ist. Natürlich war Deutschland kein Sklavenhalterstaat, aber durch den Handel mit Versklavten wurden von Anfang an riesige Profite gemacht. Und das war nicht nur eine indirekte, sondern so gesehen auch eine direkte Beteiligung. Aber auch das ist eine Geschichte, über die könnte man auch schon wieder stundenlang reflektieren. Und da ich gesagt habe, ja, mein Schwerpunkt liegt vor allen Dingen auf der Literatur, also auch auf Lyrik und fiktionalen Texten, möchte ich so den Einstieg finden in ein Gedicht von Mai Ayin, die ja schon erwähnt wurde und der in diesem Sommer ja auch mit zwei neuen Buchpublikationen gedacht wurde. Und dieses Gedicht, was mich von Anfang an
seit dem Erscheinen des Buches so angesprochen hat, heißt Afrodeutsch. Und ich zitiere kurz daraus. Sie sind Afrodeutsch? Ah, ich verstehe. Afrikanisch und Deutsch. Ist ja eine interessante Mischung. Wollen Sie denn mal zurück? Wie, Sie waren noch nie in der Heimat von Papa? Ist ja traurig. Also wenn Sie mich fragen, so eine Herkunft, das prägt eben doch ganz schön. Ich zum Beispiel bin aus Westfalen. Und ich finde, da gehöre ich auch hin. Zitat Ende. Ich meine, dieses Gedicht spiegelt, was auch heute noch viele schwarze Menschen in Deutschland überall nahezu fast tagtäglich erfahren. In der häufig von wildfremden Menschen gestellten Frage, wo kommen Sie denn her, steckt implizit dieses, wollen Sie denn mal zurück? Oder direkter, wann gehen Sie zurück? Und damit die Auffassung, dass schwarze Menschen letztlich nicht hierher gehören. In Hamburg zur Welt gekommen ist Maya Yim in Westfalen aufgewachsen. Ich selbst bin in Westfalen geboren. Andere der vermeintlich nicht hierhin gehörenden in Dörfern, in Klein- und Großstädten von Bayern bis Hamburg, von Cottbus bis Kiel und Köln. Viele andere kamen, wie wir wissen, als Migrantinnen und das nicht erst in jüngerer Zeit. Nur ist die Präsenz von Menschen afrikanischer, afroamerikanischer, deutsch-afrikanischer, afroamerikanischer, deutscher Herkunft von der Mehrheitsgesellschaft kaum wahrgenommen worden. Und wie wir schon gehört haben, hat das Buch Farbe bekommen und aber auch die Fülle der schwarzen deutschen Literatur, die seitdem in den letzten mehr als 30 Jahren entstanden ist, einiges geändert, aber vieles doch immer noch nicht. Wenn wir also auf die Präsenz schwarzer Menschen in Deutschland hinweisen, reden wir eben nicht nur von der jüngeren deutschen Geschichte. Vielmehr lässt sich, Katharina hat es auch umrissen, das Leben von Menschen afrikanischer Herkunft bis in die Römerzeit zurückverfolgen. Wir haben schon gehört, dass in der neueren Geschichte der ghanaische Philosoph und Jurist Anton Willem Amo an der Universität in Halle und zu Wittenberg gelehrt und promoviert hat. Ende des 19. Jahrhunderts studierte und arbeitete W.E.B. Du Bois in Berlin und Heidelberg. Und Maya Yims einleitender Essay in Farbe bekennen veranschaulicht die lange Geschichte schwarzer Menschen in Deutschland vom Kaiserreich bis zum Zweiten Weltkrieg. Über Katharinas Forschungsarbeit haben wir eben auch etwas gehört. Und hier ist aber auch anzufügen, dass die Geschichte des antischwarzen Rassismus in Deutschland nicht erst seit der deutschen verdrängten Kolonialgeschichte besteht. Wir finden rassistische Annahmen und Zuschreibungen in den philosophischen Texten Kants und Hegels, ja selbst bei Karl Marx und in den literarischen Texten, wie zum Beispiel bei Heinrich von Kleist, in seiner Novelle Die Verlobung in Santo Domingo. Übrigens eine Novelle, die heute noch zum Lektürekanon in deutschen Sekundarschulen gehört und die nicht nur nach meiner Lesart sprachlich und inhaltlich ein rassistisches Werk ist. Dass sie doch einen Ausgangspunkt bilden kann zu weitergehenden Forschungen jenseits der Literaturkritik, nämlich zu Deutschlands, wie ich schon sagte, Verstrickungen in den transatlantischen Handel mit afrikanischen Versklavten. All dies hat kaum Eingang in historische, politische, literarische Diskurse des Mainstream gefunden. Schwarze Menschen und Rassismus in Deutschland waren und sind bestenfalls ein Randthema. Wie gehört, wurde die Auseinandersetzung mit schwarzer deutscher Geschichte und Gegenwart in der jüngeren Zeit Mitte der 80er Jahre angestoßen. Diese erhielt wesentliche Impulse, das ist mir ganz wichtig zu betonen hier, von der afroamerikanischen Dichterin und Aktivistin Audre Lorde, die auch meine eigenen Arbeiten stark beeinflusst hat. Wie ich in meinem neuesten Buch Empowerment und Widerstand, inspirierende Begegnungen mit Audre Lorde ausführe, hatten unter dem Einfluss
antikolonialer Befreiungsbewegungen in Afrika und der Bürgerinnenrechtsbewegung in den USA, jedoch bereits seit den späten 1950er Jahren, also in der Nachkriegszeit jetzt, schwarze Menschen in Deutschland individuell ihre Stimmen gegen Rassismus und gegen Konstruktionen von Rasse erhoben. Bereits 1959 schrieb der in 1926 in Berlin geborene Theodor Ronja Michael seine Examensarbeit über schwarze Kinder im Nachkriegsdeutschland. In den 1960er Jahren veröffentlichte der in Kamerun geborene, in der Weimarer Republik aufgewachsene und 1937 vor den Nazis nach Frankreich geflohene Douala Missipo auf Deutsch seine autobiografische Erzählung Der Junge aus Douala. Aus derselben Zeit stammen auch die Poesiesammlungen einiger afrikanisch und afroamerikanisch stämmiger Teilnehmender der Residenzprogramme des Literarischen Kolloquiums in Berlin. Bekannt in den 1970er, 1980er Jahren wurde auch, wir haben ihren Namen schon gehört, die 1929 in Hamburg geborene Friedensaktivistin und Liedermacherin Faser Jansen. Dies sind nur einige wenige Beispiele, ich könnte noch eine ganze Reihe nennen, die im Laufe der Jahre aus den Reihen der jungen deutschen schwarzen Bewegung erforscht und bekannt gemacht wurden. Jedoch ebenso wenig wie historische und politische Veröffentlichungen haben sie bislang Eingang in Mainstream-Diskurse gefunden. Machen wir einen Sprung in die ganz aktuelle Gegenwart. All dies änderte sich schlagartig mit den Ereignissen des Jahres 2020. Nach der öffentlichen Ermordung George Floyds, anders kann man es nicht nennen, dem darauf folgenden globalen Entsetzen und der Black Lives Matter-Bewegung, die sich daraufhin international auch nach Deutschland hin ausbreitete, wurde hier plötzlich die rhetorische Frage gestellt, gibt es bei uns auch Rassismus? Gefolgt von der Zustimmung heischenden Versicherung, wenn ja, dann aber doch nicht so schlimm. Doch Diskriminierung und Gewalt sind nicht relativ. Wie Angela Davis feststellte, gibt es keine Pyramide der Unterdrückung. Unabhängig davon, ob diese Erkenntnis allmählich Zustimmung fand oder nicht, war plötzlich ein großes Interesse an schwarzen Themen, an schwarzer Literatur zu verzeichnen. Verlage rissen sich buchstäblich um schwarze Autorinnen. Allerdings immer noch mit dem Schwerpunkt USA, denn da schien ja das eigentliche Problem zu liegen. Ein Problem, was sich nun ganz nebenbei gemerkt, aber auch ganz gut vermarkten ließ. Aus einer anderen Ecke kamen die unsinnigen Übersetzungsdebatten um Amanda Gorman und das Gedicht, das sie bei der Inauguration Bidens vorgetragen hatte. Dass im Zuge dieser Entwicklungen auch schwarze Menschen hierzulande mehr in das öffentliche Interesse des Mainstream gerieten, ist sicher ein positiver Aspekt. An den Strukturen des alltäglichen und institutionalisierten Rassismus in Deutschland wird es wohl leider nach meiner Meinung wenig ändern. Wie die Kommunikationswissenschaftlerin Natasha Kelly argumentiert, brauchen strukturelle Probleme strukturelle Lösungen, so der Titel ihres neuen Buches. Da wir das nach meiner Meinung systemische Problem, das all dem zugrunde liegt, auf längere Sicht wohl nicht werden lösen können, müssen wir die Strukturen verändern. Und mein Fokus liegt dabei auf den Bildungsstrukturen. Wir müssen dieses breite Wissen, und damit meine ich auch das umfangreiche bestehende schwarze Wissensarchiv, nutzbar machen, und zwar vom Kindergarten bis zum Doktorandinnenseminar. Warum werden in Grundschulen nicht die tollen, diversen Kinderbücher gelesen, die es inzwischen gibt? Warum ist die Kolonialgeschichte an deutschen Schulen kein Thema? Warum sind Toni Morrison, Audre Lorde, Alice Walker und viele andere, auch die vielen vor ihnen, nicht ein fester Bestandteil der Amerikanistik an unseren Universitäten? Warum gibt es so wenig schwarze Professorinnen an deutschen Universitäten?
Ein Fach Black Studies, schwarze Studien, wäre auch bei uns ein wichtiger Beitrag zum Antirassismus. Schwarz natürlich nicht im Sinne von Hautfarbe oder anderer phänotypischer Merkmale und Zuschreibungen, sondern schwarz als umfangreiches historisches, politisches, kulturelles, literarisches und intersektionales Wissensarchiv, das interdisziplinär genutzt neue Erkenntnisse und neue Visionen für alle vermitteln kann. So viel in Kürze. Dankeschön. Marion, ganz herzlichen Dank auch für deinen Beitrag. Jetzt habe ich schon super viele Fragen an euch und freue mich, mich gleich mit euch zu unterhalten. Ich wollte aber auch all unsere Zuschauerinnen und Zuschauer einladen, uns und euch Fragen zu stellen. Daher, wenn ihr Fragen an Katharina und Marion habt, dann schreibt sie doch gerne in die Comment-Section und ich stelle die dann an die beiden und ihr kriegt Antworten. Ich würde aber gerne anfangen, Marion, du hast ja jetzt gerade auch ganz kurz zum Schluss über den Begriff schwarz gesprochen, schwarz nicht als Begriff, um über Hautfarbe zu sprechen, sondern als politisch intersektionaler Begriff. Katharina, in Farbe bekennen sprecht ihr auch am Anfang über die Bedeutung, die Afrodeutsch für euch hatte, als Begriff, den ihr selbst für euch gewählt habt, um eben genau mit diesen alten diskriminierenden Begriffen, die andere uns zuschreiben, aufzuhören und stattdessen eine positive Selbstbegriffe für uns zu finden. Daher würde mich interessieren, wir haben den Begriff Afrodeutsch und Schwarz. Schwarze deutsche Geschichte, afrodeutsche Geschichte. Ist das für euch dasselbe? Katharina, du nickst schon so. Möchtest du den Anfang machen? Ja, also aus der Entwicklung des Begriffes ist es auf jeden Fall synonym. Ne? Also es war so, dass wir ja Afrodeutsch entwickelt hatten in Anlehnung an Afroamerikanisch, wobei die schon bei African American war und da dachte man, das geht aber gar nicht, jetzt African Deutsch, das wäre viel zu schwierig gewesen. Und so sind wir bei Afrodeutsch geblieben und das sollte sich auf jeden Fall auf die Sozialisation und den Lebensraum, in dem man sich verankert sieht, beziehen und nicht auf Blutsabstammung. Und dann in den ersten Treffen der ISD war es einfach so, dass einige gesagt haben, meine Wurzeln sind in der afrokaribischen und in der afroamerikanischen Kultur und deswegen ist es für mich irgendwie ein zu großer Sprung, jetzt afrodeutsch zu sagen. Und da kamen wir in der Diskussion und da haben wir lange drüber gesprochen an dem Tag auf den politischen Begriff schwarz im Sinne von der Bürgerrechtsbewegung, Black is Beautiful und Political und haben dann eben gesagt, wir benutzen Afrodeutsch oder schwarze deutsche Synonym, aber wir lassen uns auf gar keinen Fall mit dem N-Wort bezeichnen. Das war sozusagen der Konsens, der damals, das war ein Raum mit vielleicht 30, 40 Leuten, ja. Und das hat getragen, das finde ich ganz spannend. Ich denke, dass es auch im Wesentlichen eine individuelle Entscheidung ist, die mit Selbstdefinition zu tun hat. Deswegen neige ich eher zu dem übergreifenden politischen Begriff Schwarz, der ja auch wieder transnational, transatlantisch, afroeuropäisch ist, wenn man so will. Und aber das ist meine persönliche Entscheidung jetzt. Afrodeutsch, da stimme ich Katharina zu, bezieht sich ja eher auf diesen sozialen Raum, in dem wir leben und aufgewachsen sind. Wobei es natürlich da auch Unterschiede gibt. Wir reden ja von verschiedenen schwarzen Communities. Wir haben ja keine einheitliche Black Community in Deutschland. Das wäre ja eine Illusion, das zu glauben. Und viele oder ein großer Teil dieser Menschen in den Black Communities hat eben keinen Bezug, jetzt zumindest auf der persönlichen oder familiären Ebene, jetzt zu Afrika. Ja, es gab oder mal, zu Deutschland. Oder zu Deutschland. Oder beides vielleicht. Ja. Es gibt Afrikaner, die sagen, Afrodeutsch könnte gar nichts mit anfangen, weil sie eben sich aus dem afrikanischen Land stammen. Ja. Es gibt aber auch viele schwarze Deutsche, die gesagt haben,
genau aus demselben Grund gefällt Ihnen diese Definition nicht, weil Sie sich aufgrund Ihrer eigenen Lebenserfahrungen nicht mit Deutschland identifizieren. Also das ist ein sehr komplexes Thema und deswegen denke ich auch, die Begriffe werden synonym gebraucht und wer letztlich welchen dieser Begriffe oder vielleicht sogar auch andere für sich selbst in Anspruch nimmt, das ist eine individuelle Entscheidung, die aber wiederum von den Individuen in diesen Black Communities kommt und nicht von außen, von der Mehrheitsgesellschaft aufgesetzt oder definiert werden kann. Ich wollte noch eins hinzufügen, und zwar, dass schwarze Deutsche auch ganz wichtig war nachher in der Realität der afrodeutschen Bewegung, dass tatsächlich in den Anfängen der afrodeutschen Bewegung auch Menschen mit nicht-afrikanischer Herkunft sich identifiziert haben als dazugehörig und auch einfach ein integraler Teil der schwarzen Bewegung waren, nämlich zum Beispiel Sheila Mizorka mit indischen Wurzeln oder ich kenne eine mit libanesischen Wurzeln, die sich da vollkommen ein Teil der Gruppe war und oder Daniel Alagiawana, der war hat tamilische Wurzeln und der ist war also ein ganz wichtiger Teil des Movements. Finde ich ganz wichtig, diese Ergänzung. Ich gab es ja vor einigen Monaten Audre Lordes Essaysammlung Burst of Light neu übersetzt, zusammen mit Eva Bonnet, Miriam Lüning und Pascal Virginie Rotter. Und da gibt es einen Tagebucheintrag oder eine Reflexion von Audre Lorde drin, wo sie sich mit diesen Begriffen, mit dem Begriff Schwarz auseinandersetzt, der ja in politischer Hinsicht auch beansprucht wurde von marginalisierten, unterdrückten Menschen, zum Beispiel in Australien, in Neuseeland, in verschiedenen Teilen der Welt. Und das würde ich auch sehr zur Vertiefung dieser Frage vielleicht empfehlen. Aber selbst Audre Lorde sagt damals schon vor 40 Jahren in diesem Essay, dass wir noch keine endgültige Antwort auf diese Frage haben. Sie warnt nur davor, die Besonderheiten in den Leben all dieser verschiedenen politisch gedacht schwarzen Menschen jetzt nicht zu berücksichtigen. Das heißt, wir haben viele Gemeinsamkeiten, aber wir sind auch in vielerlei Hinsicht sehr verschieden. Und ich denke, das muss man mitdenken, wenn man dem entgegenwirken will, dass die Mainstream-Gesellschaft uns letztendlich zum Großteil immer noch so als eine homogene Masse sieht. Ja, und das ist diese Falle. Unterschiede. Noch eine letzte Ergänzung. Und zwar, als wir den Black History Month organisiert haben, damals der Mike Reichelt, das ja auch sehr federführend mit organisiert hat, da haben wir festgestellt, dass es einfach auch diese Sprachcommunities gibt, die sich nicht so leicht mischen lassen. Also Frankophon, Anglophon und Latinas. Ja? Also das war sehr getrennt und wir hatten das tatsächlich nach 10 Jahren geschafft, dass wir zum ersten Mal wirklich alle zusammen an einem Black History Month teilgenommen haben, aber dann endete dieser Prozess, das fand ich ein bisschen schade, weil aber da wurde das nochmal deutlich, wie kompliziert das ist manchmal, also gerade über so eine Sprachbarriere hinweg, sozusagen die Kooperation und die Community herzustellen. Super, jetzt, das ist eigentlich schon eine meiner nächsten Fragen, nämlich mit der Vielfalt. Und ich glaube, eigentlich möchte ich euch zwei Fragen gleichzeitig stellen. Und zwar die erste Frage ist, Geschichte wird ja oftmals als Geschichte der Sieger erzählt. Und es ist eine sehr einlinige oder geradlinige Geschichte, wo alles, was so außenrum passiert, eigentlich irgendwie ignoriert wird. Und ein Event folgt auf das andere. Das ist der eine Aspekt. Und der andere eben das, was ihr jetzt auch schon angesprochen habt, die unglaubliche Vielfalt und Heterogenität der schwarzen deutschen Communities. Wie können wir denn in Gesprächen, aber auch in unserer Forschung dieser Vielfalt gerecht werden und damit der Gesamtheit der schwarzen deutschen Geschichte?
und vielleicht eben nicht so eine geradlinige Geschichte erzählen? Also was ist vielleicht ein Gegenentwurf zu dieser Idee einer geradlinigen Geschichte? Also erstmal zu dem ersten Teil deiner Frage, Johanna. Ich zitiere in dem Buch Kinder der Befreiung, was ja auch Biografien, aber jüngere enthält, aber auch verschiedene historische und politische Essays und Literaturanalysen. Ich zitiere darin den britischen Historiker Christopher Bailey. Und das fand ich ein ganz wichtiges Zitat aus seinem Buch Die Geburt der modernen Welt. Und darin schreibt er, ich zitiere, Geschichten über die Erfahrungen von Individuen und Gruppen, die von den Hauptzentren, an denen Geschichte gemacht wird, abgeschnitten sind, sind keineswegs unwichtig. Das Marginale hat immer im selben Maße an der Konstruktion großer Darstellungen mitgewirkt, wie umgekehrt auch die großen Erzählungen das Marginale bestimmt haben. Das heißt, die vielen Biografien schwarzer Menschen, von denen wir gehört haben, ja, die in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten, wie Katharina entwickelt hat, entstanden sind, die schreiben Geschichte neu und die dekonstruieren auch diese Zuschreibungen, die das, ja, die die Mainstream-Geschichtsschreibung eben macht, und die rücken sich, ich denke, allmählich von den Rändern auch ins Zentrum. Also das, wie Bailey sagt, dass das Marginale auch an den großen Narrativen mitschreibt und sie damit verändert, das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt. Stimmt. Katharina, möchtest du etwas sagen zu der Frage? Oder? Ich bin jetzt gerade ein bisschen aus dem Tritt, aber ich dachte, vielleicht kriegen wir ja vom Publikum eine Frage rein. Vielleicht nicht vom Publikum, aber gerne von mir, Marion, weil ich hätte da ein anderes Zitat aus deinem Essay Repräsentationen und Redefinitionen, auch in Kinder der Befreiung, was mich sehr nachdenklich gestimmt hat. Und zwar zitierst du hier den Historiker Stephen Ambrose, der die Befreiung Deutschlands durch die Alliierten Folgen kommentiert. Und zwar The World's Greatest Democracy fought the World's Greatest Racist with a Segregated Army. Da bin ich irgendwie lange drüber gestolpert. Vielleicht können wir das zum Anlass nehmen, um noch mal ein bisschen über die transatlantischen Beziehungen zu sprechen. Ja, das war ja so. Ich beschreibe ja auch in dem Buch, oder ich zitiere auch andere Wissenschaftler, die das natürlich schon vor mir auch schon untersucht haben, in den USA vor allen Dingen, dass ja die Segregation in der US-Armee noch herrschte bis kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs. Und offiziell die Rassentrennung in der Armee ja erst nach dem Zweiten Weltkrieg abgeschafft wurde. Und das ging ja so weit, dass das amerikanische Rote Kreuz tatsächlich sogar getrennte Blutbänke für schwarze und weiße Soldaten eingerichtet hatte. Also dieser Rassismus in der Armee war unbeschreiblich. Und dass zum Beispiel die Ausbildungscamps für schwarze Soldaten in den Südstaaten, da konnten die nicht in die Restaurants gehen, die für weiße deutsche Kriegsgefangene das Essen zubereiteten. Also es war eine ganz perverse Situation. Und Maria Höhn und Joachim Klimke beschreiben das ja sehr schön in ihrem Buch Ein Hauch von Freiheit, The Breath of Freedom, dass das Absurde ja dann auch darin bestand, dass kurz nach dem Niedergang des grausamen Regimes des deutschen Faschismus dann für diese Soldaten, die ja Befreier waren, deswegen habe ich es ja auch Kinder der Befreier genannt, auch eine kleine Anspielung auf die sogenannten Besatzer, und dass die in diesem befreiten Deutschland zum großen Teil oder zum Teil dann in Anführungsstrichen Freiheiten genießen konnten, die sie mindestens zum Teil in Teilen der USA gar nicht hatten. Und
Das meine ich auch mit diesen transatlantischen Verbindungen. Und man muss natürlich sehen, was sind die Ursachen dieser Rassismus in den USA hatte eine andere Äußerung als der Rassismus im Faschismus. Aber ich denke, wir müssen uns fragen, wo sind die gemeinsamen Wurzeln beider Systeme? Und das haben marginalisierte Autorinnen auch versucht herauszuschreiben. Da komme ich nochmal zurück auf das, was ich vorhin sagte, mit dem Bailey-Zitat. Ja, und die dekonstruieren eben diese Geschichte. Und im Grunde ist das ja dann auch ein interessanter Aspekt, oder wie das Erleben Afroamerikaner in Deutschland letzten Endes die Bürgerrechtsbewegung in den USA wiederum beeinflusst hat. Ja. Ja, man muss auch ja sehen, dass das Amerikaner, also jetzt das Beispiel Amerikas, eben auch einen Geburtsfehler hat, ne? Dass sozusagen über die Freiheit und Pursuit of Happiness nur für einen Teil der Bevölkerung gilt und es möglich ist, parallel Sklaverei zu betreiben. Ja? Also sozusagen ein absolutes, unvereinbarer Gegensatz. Ja? Und das ist allerdings, finden wir das ja schon in Griechenland und aber in Amerika, gerade mit der Verfassung, die sich gegeben haben, war es doch sehr, sehr auffällig. Ja. Da also, möchte ich gerne einhaken. Übrigens, die Französische Revolution hatte das gleiche Problem, dass sie sozusagen ja die Brüderlichkeit auf die Fahnen geschrieben haben, die Sklaverei abgeschafft haben und kurze Zeit später wieder eingeführt haben. Mhm. Also sozusagen Ökonomie gegen die Prämisse der Ideologie. Da komme ich nochmal auf das vorhin ganz kurz von mir erwähnte Büchlein, die Novelle von Heinrich von Kleist zurück, die Verlobung aus Saint Domingo. Wenn man es gegen den Strich liest, dann kann man sehr schön diesen Widerspruch, den Katharina eben genannt hat, sehen, gerade wie sich Frankreich zu der Sklaverei verhalten hat. Einhaken wollte ich aber das war mir immer wichtig zu betonen, bei dem Aspekt, Katharina, weil du Griechenland erwähnt hast. Ja, sind wir ehrlich, wir Menschen sind nicht von Natur aus ganz, ganz toll gut. Und Sklaverei gab es eigentlich in der ganzen Geschichte der Menschheit. Leider. Ja, übrigens, die waren nur unterschiedlich. Heute in unterschiedliche Ausprägungen. Ja. Genau. Was es aber so noch nie gab, ist, dass als Grund oder als Rechtfertigung, besser gesagt, für die Sklaverei phänotypische Merkmale der Menschen eines ganzen Kontinents jetzt als Rechtfertigung und Grundlage genommen wird. Die Emma Dabiri, die habe ich gerade übersetzt mit ihrem Buch. Der Titel ist von ihr selber als Provokation gedacht. Was weiße Menschen jetzt tun können in England, in Irland erschienen unter dem Titel What White People Can Do Next. Und da geht es eben nicht nur darum, sondern die hat sehr tiefgründige Analysen und Überlegungen drin, die genau auf diesen Widerspruch, ne, diesen Besonderheiten der Versklavung von Afrikanern eingeht. Und interessant ist, weil habe ich auch, ich wusste was darüber, aber so präzise habe ich es noch nie gelesen und gelernt, dass sie auf Haiti eingeht, wo ja die erste erfolgreiche Revolution und Staatsgründung gegen die Sklaverei stattfand. Und das war mir bekannt. Was mir nicht bekannt war, dass in der haitianischen Verfassung dann stand, kann man heute noch nachlesen, gibt es ein Faksimile, dass haitianische Staatsbürger, so ungefähr, nicht wortwörtlich, sind schwarz. Und damit waren aber auch alle gemeint, gerade um diese Widersprüche aufzuheben. Und das fand ich eine ungeheure spannende Sache. Also ich wollte damit nur sagen, diese Besonderheiten der Versklavung von Afrikanern, die gab es so in der ganzen Menschheitsgeschichte doch nie, obwohl es in der ganzen Menschheitsgeschichte immer Sklaverei gab. Ja, also wenn wir jetzt nochmal auf die Antike zurückgehen, da ging es dann schon um die anderen und wir. Nur wie sich das Wir konstruiert,
war eben sehr genau. unterschiedlich, aber bei den Griechen waren alle anderen sozusagen out, ja, und konnten versklavt werden. Und bei den Römern war es ja auch spannend, weil die sozusagen Leute naturalisiert haben, einbezogen haben in ihr römisches Reich. Man muss sich ja vorstellen, dieses winzige Rom. Ja, und das hat sich einfach erweitert, indem es einfach alle anderen Menschen, man konnte eingebürgert werden und wurde zum Römer, ja, und hat dann die römische Kultur und alles übernommen und war dann tatsächlich auch ähnlich wie bei Amerika, wo man da eingebürgert wird, dann ist man das eben auch, ja. Und also es gibt einfach, es ist spannend, einfach diese unterschiedlichen Formen sich anzuschauen. Was ich letztens, ich habe mich nochmal mit Sklaverei beschäftigt, was dann nochmal ganz wichtig ist, dass sich das einfach nicht verharmlosen lässt. Ne? Manche sagen, ach, naja, die Sklaverei ist ein bisschen besser und da wird die Patronage besser, eine Fürsorge für die Sklaven besser ausgeführt. Und das ist Augenwischerei, weil es immer, ne, kein Mensch möchte unterdrückt werden und sozusagen entrechtet werden, dass ich überhaupt nichts mehr entscheiden kann. Und das, also das war ja auch zum Beispiel die Hauptmotivation für den Feminismus, ja, sozusagen für die Frauenbewegung, dass die Frauen gesagt haben, sie ertragen es einfach nicht mehr, diese vollkommene Entrechtung, ja. Und für die Sklaverei gilt das Gleiche, dass es sozusagen eine mit Gewalt durchgesetzte Entrechtung ist. Die ist nur mit Gewalt durchsetzbar. Das lässt sich kein Mensch auf Dauer gefallen. Ja. Ich würde gerne vorhalten, die vielleicht denken, ach na ja, so ein bisschen Sklaverei kann ja nicht schaden und brauchen wir vielleicht auch, nein, es geht nicht, das gibt es nicht und ja, für unsere eigene Gesellschaft und Zukunft, denke ich, muss das einfach auch mitgedacht werden, da haben die jungen Leute auch große Aufgaben vor sich, sozusagen eine Ökonomie mit ins Leben zu rufen und zu entwerfen, die eben nicht auf Ausbeutung beruht. Und das wird schwierig, aber es muss möglich sein. Also es gibt genug Ressourcen auf der Welt und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass in unserer Zeit es notwendig ist, den Nachbarn über den Kopf zu hauen, um selbst zu überleben. Also das ist ja immer so simple Rechtfertigung, warum es Kriege geben muss, warum es Ausbeutung geben muss. Und das gab es, wie gesagt, wie Marion ja auch sagte, schon immer. Aber ich glaube, das gilt es auch zu überwinden. Katharina, jetzt hast du gerade über die jungen Leute gesprochen. Marion sprach über Kleist, wir sprachen über Griechenland und das Römische Reich. Die finden tatsächlich nur relativ viel Erwähnung, jedenfalls in meiner Erinnerung, im Geschichtsunterricht. Daher würde ich gerne nochmal auf das, was ihr auch in euren Stimulus-Beiträgen schon angesprochen habt, nämlich auf das Curriculum ansprechen, also Schule, Universität und was da so fehlt. Und ja, es wird ja auch immer wieder so ein bisschen diese kollektive Amnesie im Grunde beklagt, was die Kolonialgeschichte, die deutsche Kolonialgeschichte angeht. Die Kongo-Konferenz 1884, 1885 vom Reichskanzler Otto von Bismarck fand damals in Berlin statt. Wir sitzen ja jetzt tatsächlich alle gerade in Berlin, wenn auch an unterschiedlichen Orten. Denn wenn man denkt über Deutschland und der Kolonialwarenhandel, also Edeka steht heute eigentlich noch für Einkaufsgenossenschaft der Kolonialwarenhändler im Hallischen Torbezirk zu Berlin. Aber wie viele wissen das, wenn sie jeden Tag oder einmal die Woche bei Edeka einkaufen gehen? Und dann auch so Sachen wie eben die kolonialrassistische Gesetzgebung, die Rassentrennung in den Kolonien. Wie müssen oder sollten Lehrpläne in Deutschland sich ändern, um der schwarzen deutschen Geschichte Rechnung zu tragen? Und wie sollte diese Geschichte vermittelt werden? Also ich denke, einerseits müssten auf jeden Fall Fakten vermittelt werden. Also ich finde, dass wir auch schauen müssen, was zum Beispiel an Geografie heutzutage vermittelt wird. Also bei meinem Sohn, da hatten sie tatsächlich einen Geografieunterricht, wo sie noch Flüsse sich angeschaut haben und auswendig lernen sollten. Aber ich denke, wir leben in einer Welt, ja, also wo wir wirklich eigentlich ja total vernetzt sind auf der ganzen Welt. Und deswegen denke ich mir, wäre es ganz wichtig, da auch ein Gefühl für zu vermitteln. Also
Stadtland Fluss. Ich weiß nicht, ob die Kinder das heute noch so spielen können. Was sind die Hauptstädte, was sind die Flüsse der Welt und so weiter. Oder auch in der Nähe die Flüsse, ja. Und wo war mein Punkt? Deutsche Kolonialgeschichte auf den Lehrplänen. Genau. Ja, genau. Und das andere ist sozusagen, das zu verankern, indem, wenn ich jetzt irgendwas lerne, irgendwelche Fakten allgemein, was hat das mit mir zu tun? Ja, also das ist diese Frage muss unbedingt mit einbezogen werden, weil sonst haben wir das so, dass wir den jungen Leuten das irgendwie, den Kindern um die Ohren hauen, aber die gar nicht das einordnen können und dann nützt es ihnen auch nichts, dann können sie damit auch gar nichts anfangen. Oder ich fand das jetzt ganz spannend, also die haben Leo, Lern- und Erinnerungsort, afrikanisches Viertel vor ein paar Jahren gehabt und da haben sie eine Woche so Unterricht an einer Grundschule gemacht. Ich war dann für die Wissensvermittlung zuständig und er hatte wirklich, also Jonas Andreas hatte, waren bestimmt über 20 schwarze Referenten eingeladen, diesen Unterricht zu gestalten. Und was ich spannend fand, war, dass tatsächlich, als ich sozusagen versucht habe, etwas zu vermitteln, was ist Sklaverei, ja, wie vermittelst du das in einer Stunde und in dieser Altersgruppe, ja, und dass aber die tatsächlich manche Lehrerinnen, LehrerInnen tatsächlich schon mit den Kindern darüber geredet hatten, über Sklaverei und die Begriffe schon kannten und dann, als ich nochmal drüber gesprochen habe, habe ich dann das ganz anschaulich gesagt. Also ne, wenn jetzt du alles machen musst, was dein Freund, ja, was dein Nachbar sagt und du musst ihm alle Süßigkeiten geben, also dass man auch wirklich auf diese Sprachebene und Gedankenebene der Kinder geht und dann auch das in kleine Portionen packt. Also das ist, also für die Oberstufe ist natürlich wieder anders, aber gerade bei den Kleinen, muss man das in kleinen Segmenten machen. Und da kann man schon auch viel sagen, denke ich mir. Also wir haben Kleidung zum Beispiel benutzt. Dass es in Afrika viele Sprachen gibt. Also zum Beispiel wird die Kinder glauben, ne, in Afrika gibt es keine Kultur. Ja, um Himmels Willen, woher wissen die das denn jetzt? Und wer hat ihnen das gesagt? Ja, also das sind so Allgemeinplätze. Oder in Berlin ganz stark anti-polnische Ressentiments. Ich frage mich immer, wie ist das möglich, dass sozusagen das wirklich flächendeckend auch bei den migrantischen Kindern diese extremen Vorurteile da sind. Und das vermittelt sich sozusagen über so einen Grundkonsens in der Gesellschaft. Und das müsste sozusagen umgekehrt werden, dass man darauf hinweist, zum Beispiel eben geografisch. Wie ist die Welt eigentlich zusammengebaut? Also ich bin letztens über die Sahara geflogen. Weiß nicht, wo sind wir denn hingeflogen? Nach Ghana. Nach Ghana. Und da sind wir drei Stunden waren wir im Flugzeug und ich gucke runter, ist immer noch Wüste. Ja, also dass ich 3 Stunden fliegen kann und die ist irre groß. Also dass man auch ein Gefühl dafür kriegt, dass der Kongo ist, 5-mal passt Deutschland da rein oder so, ja. Also es ist ein unglaubliches Gebiet. Das heißt auch, was heißt das denn kulturell? Wer befindet sich in diesem Ort? Egal, also ihr merkt, ich bin Historikerin, aber diese Daten, diese Informationen, die müssen lebendig werden. Ja? Die müssen auch Spaß machen, die zu lernen. Und da kann man mit den Kindern Quiz machen oder sonst was, ja. Also viele, da gibt es, können viele Leute ihre Kreativität auch in die Umsetzung, wie bringe ich das Wissen sozusagen an die Kinder oder auch in die Bevölkerung. Und dann verändert sich auch, glaube ich, so eine Atmosphäre, weißt du, wo sowas wie Afrikaner sind so und so, Polen sind so und so, und dass man da auch so ein anderes Momentum schafft. Das ist natürlich jetzt eine Initiative, die ich wichtig finde, so auf einer ziemlich, oder noch auf der individuellen Ebene. Die Frage ist natürlich, wie ich vorhin ja auch in dem Impulsbeitrag kurz angesprochen habe,
ich denke, wir müssen insgesamt die Curricula verändern. Und zwar vom Kindergarten, ne? Das war bis zum, wie ich es nannte, Doktorandinnenseminar. Und da findet die Wissensvermittlung natürlich auf anderen Ebenen, in einer anderen Art und Weise statt. Aber was ich wichtig finde, ist diese Fragestellung, was, ich glaube, du hast gesagt, Katharina, was hat das mit mir zu tun? Warum muss ich das, denken ja Kinder und Jugendliche oft, warum muss ich das lernen? Ja? Und es hat sehr viel mit ihnen zu tun, sie wissen es nur nicht. Und das meinte ich vorhin mit den, nicht nur den strukturellen, mit den systemischen Problemen. Und es traut sich selten jemand auszusprechen, aber die Welt wird regiert vom System des Kapitalismus. Und es ist ein Raubtierkapitalismus. Und da hängt nicht nur Rassismus dran, da hängt die Umweltzerstörung dran, da hängt, wie wir gerade es erleben, Pandemien dran. Das ist eigentlich die Grundursache. Und das fing mit der Sklaverei an, ist Profit letztendlich. Die Europäer, die Afrikaner versklavt haben, haben das ja nicht getan, weil sie, was weiß ich, besonders böse Menschen oder schlechte Menschen gewesen wären, sondern weil es profitträchtig war. In dem Moment, wo die Sklaverei nicht mehr profitträchtig war, wurde sie abgeschafft. Lincoln in den USA hat gesagt, noch während des Bürgerkriegs, wenn ich die Union zusammenhalten könnte und müsste dafür alle Sklaven befreien, würde ich es tun. Wenn ich die Union zusammenhalten könnte und müsste deshalb keinen einzigen Sklaven befreien, würde ich es auch tun. Und ich denke, dieser Satz ist wenig bekannt, aber man kann ihn nach, er spricht für sich, es war einfach nicht mehr profitabel. Und in dem Maße, wo die Sklaverei nicht mehr keine Profitwirtschaft mehr war, weil man eben diese Versklavten besser als industrielle Reservearmee benutzen konnte, in dem Moment hat man nach anderen Profitquellen gesucht und da spielt dann die Hochzeit des Kolonialismus hinein. Da hat man dem afrikanischen Kontinent eben nicht mehr die Menschen geraubt, da hat man ihm die Ressourcen geraubt und hat ihn, ne, hier in Berlin dann später, einige hundert Jahre später, aufgeteilt, künstliche Grenzen gezogen. Und ich merke jetzt, dass ich mich innerlich schon wieder etwas aufrege, weil diese Geschichte so ungeheuerlich ist. Und das muss in unseren Bildungsinstitutionen klar gemacht werden. Natürlich kann ich das nicht Kindergartenkindern oder Grundschülern so vermitteln. Da sind eher, wie du sagst, die spielerischen, die emotionalen Sachen. Aber letztendlich, solange das Bildungssystem so ist, kann es auch da nicht vermitteln, weil unser Bildungssystem hängt auch damit zusammen. Es geht doch nur noch um möglichst schnellen Input und möglichst schnellen Output. Sorry, ich bin ein bisschen erkältet. Ich habe noch zu Zeiten studiert, da hatte man noch ziemliche Freiheiten, was man belegen wollte, wofür man sich interessierte, auch außerhalb der eigentlichen Fächer und so. Dazu besteht doch heute in unseren Universitäten gar keine Zeit mehr. Und das ist aber eine politische Frage. Ich denke, eine persönliche Frage ist das Marginale, ne, was Christopher Bailey erwähnt, gibt es ja auch in diesen Strukturen. Es kann auch von unten kommen. Mich hat vor einem halben Jahr ein Berliner Gymnasiallehrer angeschrieben und war ganz, ganz begierig darauf, an seiner Schule im Fach Deutsch das Curriculum zu verändern, also was hauptsächlich was Literatur angeht. Und hat mir eine Literaturliste geschickt von afroamerikanischen, afrikanischen, afrodeutschen Autorinnen und was ich davon halten würde. Ich habe nur gesagt, prima, weiter so, bring es ein. Und er war ganz, ganz enthusiastisch, wie er das in seiner Fachkonferenz und im Kollegium durchsetzen könnte. Und ich habe leider seitdem nichts mehr von ihm gehört. Ich würde gerne wissen, lässt sich so eine Initiative durchsetzen? Das meine ich mit Strukturen. Das wäre ganz wichtig. Und ich habe selber jahrelang unterrichtet, nämlich genau solche Themen. Und wenn man erstmal diesen
diesen Knoten durchschlagen hat. Da ist doch bei den jungen Leuten ein wahnsinniges Interesse. Die sind ja so enthusiastisch, was Neues zu lernen. Was tatsächlich, wo sie merken, es hat auch was mit mir zu tun. Auch wenn ich anders aussehe vielleicht als die Leute, um die es in diesem Roman geht oder in dieser Geschichte. Danke. Ellen Wagner hat noch hinzugefügt, dass oftmals in Landkarten auch falsche, auch in Büchern sozusagen die Landkarten abbilden, falsche Größenverhältnisse abgespiegelt werden und Afrika kleiner dargestellt ist, als es tatsächlich der Fall ist. An dieser Stelle auch nochmal die Erinnerung an alle, die uns gerade zuhören. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt sie gerne in den Chat. Wir freuen uns über eure Fragen. Und bis dahin hätte ich tatsächlich noch eine andere Frage, eigentlich im Grunde zwei. Und zwar, ihr habt jetzt gerade wieder über das Biografische gesprochen und dass man diese persönliche Beziehung herstellt. Und eine persönliche Beziehung kann ja sozusagen auch sein, dass man Orte aufsucht. Deswegen so ein bisschen die Frage, wo finden wir schwarze deutsche Geschichte in Deutschland vielleicht erstmal? Und dazu verbunden die zweite Frage, und zwar in Bezug auf Museen und gestohlene Kunstobjekte. Darüber wird im Moment auch ganz viel in der Presse berichtet. Das Jesus College Cambridge hat im Oktober als erste britische Institution eine Bronzestatue zurückgegeben. Seitdem haben andere Museen geäußert, dass sie ihre Bronzestatuen zurückgeben möchten. In deutschen Museen befinden sich aktuell noch über 1.100 Bronzestatuen, die meisten davon aus dem ehemaligen Königreich Benin. Und auch hier soll jetzt ein Zeitplan erarbeitet werden, um diese Bronzestatuen am Ende zurückzugeben. Daher so die Frage, welche Rolle spielen solche Artefakte in der schwarzen deutschen Geschichte? Also sozusagen das eine ist, wo finden wir schwarze deutsche Geschichte? Und das andere, welche Rolle spielen eben diese Artefakte in den Museen? Und so ein bisschen dieses Spannungsfeld dazwischen, zwischen das eine, wir sollten das zurückgeben, aber das andere, wir wollen irgendwo auch unsere eigene Geschichte finden. Also ich würde erstmal dazu sagen, dass wir hatten im Jolly Bar, also meinem Verein, mit einem Künstler, dem Serge Scheu, zusammen einen Entwurf gemacht für ein Denkmal für afrikanische Menschen, also Verfolgte von Rassismus und Kolonialismus und Nationalismus. Und das ist ein sehr schönes Objekt geworden, was er sich da überlegt hat. Und es gibt kein Denkmal, wollte ich da nochmal sagen, für schwarze Menschen. Das wäre ein ganz wichtiger politischer Akt, der geleistet werden müsste. Nämlich, das müsste beschlossen werden im Bundestag und dann geht das Ganze erst überhaupt los, sozusagen eine Ausschreibung und der ganze Prozess kann beginnen. Weil ansonsten, ja, es ist halt ein sehr, sehr teures Anliegen, das privat umzusetzen, wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Obwohl es, denke ich mir, genug Leute, Nutznießer von Rassismus und solchen Strukturen gibt, die ruhig was zurückgeben könnten und auch solche Denkmäler mit finanzieren könnten. Ja, also das wäre, denke ich mir, wäre ein ganz wichtiges Objekt, so ein Denkmal zu haben, einen Ort zu haben, an dem also sowas stattfinden kann wie Trauer und gleichzeitig auch Kulturarbeit und Bildungsarbeit sozusagen, dass darüber reflektiert werden kann, was geschehen ist. Und meistens gibt es ja ein Zentrum dazu, wo dann eben diese Dinge besprochen werden können. Das wäre für mich also ein ganz wichtiges Anliegen, ist aber auch eine ziemlich komplizierte Sache. Weiß ich nicht, ob wir das noch erleben. Ich hoffe es, dass es noch stattfinden wird und dass es auch an einem zentralen Ort, also in der Hauptstadt, wäre oder entsprechende Prominenz als eine Lokalität hat. Ja, das wäre jetzt so mein Hauptanliegen, was die gestohlene Kunst angeht. Ich denke, da ist viel in Bewegung geraten. Das finde ich auch sehr gut. Allerdings im Detail kenne ich mich jetzt nicht so aus damit. Ich weiß nur, dass ich als Kind, als ich nach Nigeria, mit 7 bin ich für 2 Jahre nach Nigeria ausgewandert mit meinen Eltern und da wurde mir von meinem Vater und dann über meine Mutter, die Information von meinem Vater über meine Mutter an mich weitergegeben und da wurde sehr viel über diese Benin-Bronzen gesprochen und über das Ife-Reich und dass es da ein sozusagen ein Bewusstsein dafür gibt,
über die Großartigkeit dieser Kultur, die damals da existierte. Also ich glaube, dass das sehr oft unterschätzt wird, sozusagen die Perspektive der Menschen, die beraubt worden sind, dass die sich sehr wohl bewusst sind, was ihnen da genommen wurde. Ja gut, man könnte natürlich mit Schülerinnen oder mit interessierten Gruppen und Gruppierungen genau in diese Museen gehen und hinter die Geschichte dieser Skulpturen gucken und dabei gleichzeitig natürlich darüber sprechen, wie sind die überhaupt hierher gekommen. Also hätte es ja zwei Dinge, diese Dekonstruktion von wegen Afrika hat keine Kultur und wie sind diese Kulturgüter geraubt worden. Und mir fallen an, es gibt einige, wenn auch wenige, ja Orte, die man auch in Deutschland besuchen könnte. Katharina, du hast ja einige genannt mit dem heiligen Mauritius und wir haben beide Anton Wilhelm Amo genannt. In Halle gibt es ja ein Denkmal für ihn, was allerdings auch diskutiert wird, weil es zeigt ihn ja mit einer afrikanischen Frau offensichtlich. Aber du hast ja auch erwähnt seine Geschichte, dass sein Antrag an diese deutsche Frau ja nicht angenommen wurde und er ja auch, soweit ich die Geschichte kenne, in diesen gelehrten Kreisen ziemlich gemobbt wurde zu seiner Zeit und es einfach auch in Deutschland ja nicht mehr, wie du ja auch ausgeführt hast, ausgehalten hat. Und also das wären so historische Orte, irgendwo, mir ist jetzt entfallen, wo gibt es noch diese schwarze Madonna und also man könnte an einige Orte könnte man schon gehen und diese Museen fände ich natürlich, wenn man so eine Führung durch die Museen hätte, fände ich natürlich eine tolle Sache. Man könnte Ausstellungen machen. Fällt mir das ein, in Treptow eine Ausstellung, die ist jetzt permanent zum Kolonialismus. Es gab vor einigen Jahren eine in Berlin, die war leider vorübergehend zur Kolonialgeschichte. Und solche Dinge könnte man aufgreifen und wieder beleben. Und mir als Literaturwissenschaftlerin fällt natürlich als allererstes ein zu deiner Frage, wo finden wir schwarze deutsche Geschichte in der Literatur? Und da würde ich sagen, wirklich lest, lest, lest und lest. Und nicht unbedingt was in den Curricula der Schulen steht, sondern was etwas mit euch zu tun hat, was euch neue Perspektiven auf die Welt eröffnen kann. Und lest, lest, lest und lest. Mehr kann ich dazu erst nicht sagen. Genau. Im Chat wurde gerade... Wir haben eine Frage. Und zwar, fehlt nicht so eine Art spezifisches Geschichtsbuch? Oh, das fände ich falsch, muss ich ganz spontan sagen. Ein spezifisches Geschichtsbuch... es ist spontan, ne? Weil die Frage kam spontan, meine Antwort ist spontan. Fände ich, was heißt falsch? Fände ich nicht so gut. Schwarze deutsche Geschichte war und ist Teil der deutschen Geschichte. Sie muss in die Geschichtsbücher, übrigens nicht nur schwarze deutsche Geschichte, auch andere Teile von der Geschichten von unterdrückten und marginalisierten Gruppen in Deutschland. Das muss Teil der Geschichte sein. Sonst habe ich ja wieder was Marginalisiertes, eine Rand. Es kann ein ausführliches Kapitel sein, finde ich. Es kommt auch darauf an, wie es erzählt wird. Aber es erzählt. Farbe bekennen ist ja auch so ein Buch. Farbe bekennen ist ein spezifisch schwarzes Buch. Und meine Geschichte, afrodeutsche Geschichte auch. Also ich glaube, dass sowas hat schon eine Berechtigung. Das ist ja ein Teil des Ganzen. Es ist aber ja genau, es wird ihr Farben bekennen und auch dein Buch ist doch eingeordnet in die gesamtdeutsche Geschichte. Ja, das meine ich, ja. Genau. Das meine ich auch. Also, das muss nicht getrennt sein unbedingt, ja. Auch wenn es jetzt, weil es einfach vom Umfang her, also ich würde dir auch recht geben, ich fände es auch ganz spannend,
Also sozusagen, wenn man ein Geschichtsbuch hätte oder ein Buch, in dem die Geschichten aus verschiedenen Blickwinkeln erzählt werden, also POC, People of Color, ja, also asiatisch, ostasiatisch, indisch, türkisch, jüdisch und so, dass das alles zusammen mit Afrodeutschen, also dass man sagt, ne, und jetzt nicht nennt das Migrationsgeschichte, sondern nein, das ist einfach deutsche Geschichte mit anderen Flavors dazu. Ne? Mhm. Ich meine, es spricht ja auch niemand dagegen, wenn jemand erzählt über französisch-deutsche Geschichte, ja, wichtiges Kapitel in der deutschen Geschichte. Mhm. Also es gibt einfach diese Kapitel und es gibt eben auch die Geschichten für viele verschiedene POC-Kulturen, die man erzählen kann und die man auch erzählen sollte, gerade um auch den Kindern zu vermitteln, ihr seid hier auch vertreten und es ist wichtig, alles, also die verschiedenen zu sehen. Also nicht, dass sie sagen, ach naja, was gehen mich jetzt die Afrikaner an? Da haben wir zum Beispiel ja auch die heutige Ökonomie, die die Kinder betrifft und ihre Zukunft auch betreffen wird. Und das ist auch eigentlich international. Ne? Also oft könnte zum Beispiel schwarze Geschichte auch Beispiel sein für größere Zusammenhänge. Das kann man auch zum Beispiel versuchen herzuleiten und aufzuzeigen, wie die Verbindungen sind. Ja, aber eigentlich mein Traum ist wirklich auch so Kinderbücher, wirklich auch Bilderbücher mit für POC, also wo verschiedene Kulturen auftreten. Das finde ich eigentlich auch ganz spannend. Ja. Es kommt noch eine andere Frage aus dem Publikum. Und zwar, könnten wir nicht auch eine gemeinsame Lehrveranstaltung planen, bei der ein Denkmal entworfen wird? Mhm. Ja, also wir brauchen den Entscheid, also wir müssen unbedingt Politiker dazu kriegen, dass sie im Bundestag ein Bescheid, ja, also eine Entscheidung herbeiführen. Ohne das wird das passiert gar nichts. Ne? Also da werden keine Gelder bereitgestellt für die Entwicklung, für die Eruierung. Also zum Beispiel das Konzept, was jetzt Serge Hoyt entworfen hat, ist so ein Halbkegel aus Flaschen, die an Metallstäben aufgezogen sind. Und diese Flaschen sind ein Symbol für den transatlantischen Sklavenhandel und Kulturaustausch, also the message in the bottle, also wie sozusagen über den Raum und auch über die Zeit Informationen weitergegeben werden. Also ein ganz spannendes Konzept, was da drin ist. Was auch in diesem Modell drin ist, ist zum Beispiel, dass sie halt diese das sind so grüne Flaschen wie Weinflaschen und die würden auch das Sonnenlicht unglaublich wunderschön spiegeln. Das sieht man schon an dem Modell, das wir dann gemacht haben. Also sozusagen, dass einmal Kunst transzendiert, also es kann sozusagen ganz schwierige, traumatische Dinge transzendieren und kann eben einen neuen Ansatz ermöglichen. Also ein Kunstwerk, was wir damals in diesem Workshop, das war eben auch ein Jugendworkshop, wo wir über Denkmäler nachgedacht haben und eins davon besteht aus Kleiderbügeln. Also Serge hat uns gezeigt, wie konzeptionelle Kunst entsteht. Also ne, wir sind dann auf dem Flohmarkt und dann hat er diese Kleiderbügel gesehen und dann hat er das erklärt, wie man sich die Gedanken dazu macht. Und diese Kleiderbügel sind so aneinander gehängt, also und sehen dann aus wie Flügel. Ja, also wir haben das ausgestellt. Wieder ein wunderbares Schattenspiel, was entsteht. Und er nannte das Limbo. Und zwar, dass das ist dieses Konzept, dass die Seelen im Zwischenraum hängen bleiben, solange wir uns nicht an ihre Namen, an ihre Schicksale erinnern. Mhm. Also wieder ganz spannender Gedanke. Solche Workshops sind auf jeden Fall eine tolle Sache. Das einzige Problem, was dabei ist, ist wirklich, wenn es umgesetzt werden soll, braucht es diesen offiziellen Weg. Und da kann ich nur alle anregen, die da irgendwie einen Zugang haben, das in die Politik mit einzubringen. Ja. Super, wir haben noch eine weitere Frage aus dem Publikum. Und zwar, wie ist es bei der medialen weiteren Repräsentation? Serie, Filme, Videos, was ist dabei wichtig?
Ja, da hat sich ja auch schon ein kleines bisschen was geändert in letzter Zeit. Das hängt damit zusammen, was ich vorhin zu diesem Hype nach der Black Lives Matter Bewegung 2020 sagte. Wir sehen jetzt schon mehr die POC-Moderatorinnen in der einen oder anderen Sendung im Fernsehen, aber meistens ist das doch noch sehr homogen, mehrheitlich weiß geprägt. Filme gibt es ja eine ganze Reihe auf allen möglichen Kanälen und will jetzt hier keine Werbung machen. Was dabei aber wichtig ist, ist für mich zum Beispiel auch, und da hat sich noch sehr wenig geändert, es ändert sich einiges, wie zum Beispiel bestimmte Rollen mit BPOC-Schauspielerinnen besetzt werden. Ja? Dass man wirklich sich kritisch dagegen aussprechen muss und wehren muss, wird das deren Talente, deren Können und deren Fähigkeit überhaupt berücksichtigt, ist der BPOC-Schauspieler oder die Schauspielerin immer der Drogenhändler oder die Putzfrau oder die Prostituierte oder der Mensch mit, ein fürchterlicher Begriff, Migrationshintergrund. Es gibt jetzt ja erste Ansätze, dass zum Beispiel beim Film Rollen besetzt werden ohne Berücksichtigung der phänotypischen Merkmale, sondern wie kann eine Schauspielerin, ein Schauspieler, die den bestimmten Charakter verkörpern, den er darstellt. Und da sind wir, da hinken wir in Deutschland mal wieder wie in so vielen anderen Dingen meilenweit hinterher. Ich war vor 10, 15 Jahren mit einer Studierendengruppe in London im Globe Theater und da haben wir gesehen eine Aufführung von Shakespeares Romeo und Juliet und kein Mensch hatte sich irgendwelche Gedanken darüber gemacht, dass Romeo schwarz, der Schauspieler schwarz war. Es ging um den Charakter. 2 Jahre später war ich mit einer anderen Gruppe im selben Theater in einer Aufführung von Much Ado About Nothing. Da waren auch mehrere der Charaktere, der Hauptcharaktere, im BPOC-Schauspieler daran. Das gab überhaupt keine Diskussion. Bei uns, Entschuldigung, dass ich so ein banales Beispiel bringe, bei uns gab es im letzten Winter schon Diskussionen darüber, ob das Christkindl auf dem Nürnberger Christkindlmarkt denn POC sein dürfte. Also diese Wahrnehmungsebenen, die müssen sich nach meiner Meinung ganz stark verändern. Ja, und da haben die Medien eine große Verantwortung, denke ich. Eine ganz, ganz große Verantwortung. Katharina, wenn es um Schauspieler geht, da gibt es doch auch in Farbe bekennen mehrere Biografien von Leuten, die in Deutschland Schauspieler geworden sind oder als Schauspieler rekrutiert wurden, eben aufgrund ihres Phänotyps. Ja, genau. Das waren leider ganz scheußliche Rollen, aber also bis auf ganz wenige Ausnahmen, aber es war einfach eine Möglichkeit, sein Leben zu finanzieren, weil das Statistengehalt eben sehr gut war, ne? Also wohl sowas wie 100 Reichsmark oder so am Tag oder also ähnliches. Jedenfalls sind jetzt noch 100 Euro oder so und das war es aber damals auch schon. Und damit kann man natürlich mehrere Monate Lebensunterhalt begleichen. Und deswegen waren das schon auch begehrte Stellen. Oder zum Beispiel Theodor Michael hat dann gesagt, naja, dann haben die Kinder dich in einem Film gesehen und haben dann nicht darauf geachtet, was du da gespielt hast, sondern einfach, dass du mit diesen berühmten Schauspielern am Set warst. Und das hat dann eben ein bisschen sowas wie Reputation gegeben. Das waren einfach so Ansätze für die
Lebenswirklichkeit der Schwarzen. Also Marie Neger war auch an den Filmsets. Aber das ist eigentlich, also sagen wir mal, keine positiv besetzte Geschichte, weil die Rollen extrem marginalisierend waren. Und Theodor hat das auch sehr übel genommen. Er hat gesagt, dass er ihm sozusagen sein Leben lang, er war ja bis zum Ende seines Lebens auch Schauspieler, immer dieser Bastrock hinterhergetragen wurde und dieses Rollenstereotyp. Und das fand er ganz gruselig, ja. Ja. Wir sind jetzt eigentlich am Ende unserer Zeit. Es ist schneller 20 Uhr geworden, als ich gedacht habe. Wir haben aber noch 3 Fragen aus dem Publikum. Wie sieht es aus bei euch? Wollen wir die noch beantworten? Okay. Okay, erste Frage. Bezug nochmal auf das Thema Denkmal. Wäre es nicht ein Zeichen, so ein Projekt als Semesterprojekt an beispielsweise 2 bis 3 Kunstunis zu machen? Ja, auf jeden Fall wäre das ganz spannend. Und vor allen Dingen vielleicht das dann eben auch zu dokumentieren. Also ich merke immer, wenn ich das erzähle, dass wir hatten so schöne Beispiele. Also es gab noch 3 ganz tolle Beispiele, die wir in dem Workshop entworfen haben und auch umgesetzt haben. Und wenn sowas dann nicht dokumentiert ist im Bild und Wort, ist es schade, ne? Dann können die Nächsten nicht davon profitieren. Ihr merkt ja, dass es auch sehr anregend ist, wenn man das erzählt und man auch die Bedeutung eines solchen Denkmals damit sichtbar machen könnte. Also dann unbedingt dokumentiert. Gleich mit einem. Okay. die nächste Frage, beispielsweise, das ist eigentlich, glaube ich, eine Frage, die zusammengehört. Und zwar, habt ihr beide einen konkreten Appell, was wir im Kleinen oder Großen tun sollten, beispielsweise Forderungen an Institutionen, Unternehmen, Schulen etc. richten, um mehr Repräsentation zu fordern? Also ganz wichtig ist, was in meiner Generation gefehlt hat, waren einfach, dass es keinen Auftrag gab. Es gab keinen politischen Willen, gesellschaftliche Stimmung dafür, schwarze Forschung zu machen. Das hatte ja Marion Kraft schon gesagt. Black Studies sollte es unbedingt geben. Und zwar nicht nur für 5 Jahre, mal einmal gab es einmal European Studies, glaube ich, an einer Uni, aber einfach, dass da wirklich auch investiert wird. Ja, also ich habe auch andere tolle Arbeit gemacht, aber ich hätte auch gerne schon an diesen Themen gearbeitet, aber das geht halt nicht, wenn du dann ja irgendwie auch leben musst, ja, oder ja, du kannst auch nicht nur in Privatheit forschen. Es muss auch ja die Wege finden, sozusagen in den Diskurs. Ja, und das geht nur, indem es eben auch einen politischen Willen gibt und dass es eine Offenheit gibt in der Akademie dafür, diese Dinge zu diskutieren und zu erforschen. Und das macht, also ich bin ja nun leidenschaftliche Historikerin, also es macht einen Riesenspaß, kann Marion für ihr Feld sicher auch bestätigen, wenn man sich da reinbegibt und es ist, ich weiß gar nicht, warum die Leute sich sozusagen abquälen mit Sachen, die gar nicht interessant sind. Es gibt wirklich spannende Sachen. Also ich gebe dir recht, ich war selber auch mal im Archiv für den Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten und habe mich da eben mit dieser afroamerikanisch-deutschen Geschichte auseinandergesetzt. Das war super spannend, also da auf einmal auf Zeitungsartikel von 1946 oder 1950 zu stoßen und das zu lesen, das ist nochmal ein anderes Gefühl, wenn man so einen alten Zeitungsartikel dann in der Hand hält und weiß, dass da persönliche Biografien eben dahinter stecken und Schicksale. Genau, und Marion hatte ja auch schon mal darauf hingewiesen, dass diese Bücher auch nicht publiziert wurden, also nicht dafür keine Öffentlichkeit geschaffen wurde, zum Beispiel eben für Audre Lorde oder andere Schriftstellerinnen, dass man, dass auch diese Bücher dann gedruckt werden, weil es eben auch die Menschen, die das lesen wollen, erreichen kann. Und dazu braucht es einfach wirklich die Publizität und die Öffentlichkeitsarbeit entsprechende. Mhm. Mario, hast du zum Abschluss noch einen konkreten Appell, was getan wird? Konkreten Appell möchte ich ungern geben. Dazu fühle ich mich gar nicht so befugt, ehrlich gesagt. Ich denke, jeder kann und jede sollte da, wo sie gerade die Möglichkeit hat, in der Schule, am Arbeitsplatz, in der Firma, in Gewerkschaften, in den Medien natürlich insbesondere, diese Themen auch immer wieder aufwerfen und aufgreifen und Fragen stellen und auch
den Alltagsrassismus, der sich durch diese ganzen Strukturen zieht, immer hinterfragen, für sich selbst und für die Institution, in der sich der Mensch gerade befindet. Aber wie gesagt, das ist wichtig, aber ich denke nach wie vor, es wird nicht viel ändern können, wenn wir die Strukturen insgesamt, da gehe ich mit Katharina konform, wirklich verändern, die Institutionen, die Geldgeber und die Politiker, die auch die Macht und die Möglichkeit haben, dazu bewegen, hier ja tiefgreifende Veränderungen einzuführen, wenn wir das System schon nicht verändern können. Obwohl ich denke, vielleicht sind wir ja dabei, es schrittweise zu verändern, weil wir durch die Umweltkrise und durch die Pandemie vielleicht eine ganze Menge gelernt haben, bevor es hoffentlich nicht zu spät ist. Ja. Danke. Katharina und Marion, dann danke ich euch an dieser Stelle ganz, ganz herzlich, dass ihr heute Abend hier dabei wart, um mit mir über schwarze deutsche Geschichte zu sprechen. Ich hoffe, euch hat das Gespräch ebenso viel Spaß gemacht wie mir. Ihr seht, ich habe die Zeit aus dem Auge verloren. An alle, die uns zugesehen haben, ich hoffe, ihr fandet es ein spannendes und anregendes Gespräch. Und wenn euch dieses Gespräch Lust auf mehr gemacht hat, dann kommt doch zu den nächsten Events. Am 13. Dezember findet die nächste Veranstaltung der Reihe Black Voices in Literatur, Politik und Wissenschaft gemeinsam mit dem Heimathafen Neukölln statt. Und zwar geht es diesmal um das Thema Wut. Und am 15. Dezember findet wieder in Zusammenarbeit mit der Humboldt-Universität zu Berlin eine Veranstaltung zum Thema kritisches Weißsein mit Daniel James und Janine Cantara sowie Maisha Maureen Auma statt. Die Veranstaltungsreihe wird ermöglicht durch Holzbrink Berlin in Kooperation mit dem Heimathafen Neukölln und der Humboldt-Universität zu Berlin. Und damit ihr keine der nächsten Black Voices-Veranstaltungen verpasst, meldet euch am besten für den Newsletter von Holzbrink Berlin an unter www.holzbrink-berlin.com. Danke fürs Einschalten, einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.